Wir wollten euch heute zum ersten Mal richtig im Watt mitnehmen. Und ja, wir haben die Ponys jetzt gerade fertig gemacht und haben gesehen, dass das Alfie-Pony sich ein Eisen abgezogen hat. Das ist total schade. Also es ist komplett glatt ab, also da hängt auch kein Nagel drin oder so. Alles super. Aber damit können wir halt nicht so gut so über die Straßen und so reiten, weil der relativ ungleich dann steht. Deswegen werden wir jetzt hier nur einen Sandweg reiten, der dort vorne so am Kurs sozusagen vorbeigeht. Das geht, denke ich, weil es halt nur Sand und da merken die Pferde das ja nicht so, wenn die ungleich stehen auf der Straße oder beziehungsweise auf dem Asphalt. Das ist ja schlimmer und nicht so gut und deswegen werden wir das jetzt mal machen. Da vorne steht das Alfonso Pony. Das Auto ist schon fertig. Nein. Hallo, Schatzi. Na? Und da ist der Rocky. So sieht das Ganze aus. Das ist der Huf mit Eisen und das ist der Huf ohne Eisen. Also man sieht, da ist einfach gar nichts sozusagen passiert. Es ist ganz sauber abgegangen. Warte, ich gebe mal gerade den Huf hoch. So sieht das aus. Also es ist alles super. Es kann den Alfie nicht verletzen oder so und deswegen werden wir jetzt auch ein bisschen reiten. So, wir sind aufgestiegen. Wir reiten vom Hof und hier ist sofort der Sandweg. Also hier ist noch etwas fester, aber gleich ist da ganz normaler Reitplatz dann sozusagen. Und wir werden auch nicht viel machen, weil also wir sind die letzten Tage halt ja im Watt gewesen und auch auf der Geländestrecke, das habt ihr ja gesehen. Und ja, deswegen reiten wir einmal hoch und runter. Und dann reicht das auch schon für heute. Die waren vorhin ja auch schon auf der Wiese. Und ja. Übrigens ist hier vorne auch unser Wohnmobil. Da ist Papa. Oh ne, da ist Luis. Da vorne. Und die warten derzeit auf uns. Und ja, wir haben vorhin auch zusammen gefrühstückt und so. Und die chillen jetzt sozusagen noch ein bisschen in der Sonne. Bis sie dann wiederkommen. Und dann gehen wir alle zusammen an den Strand. Hier an dem Reitweg ist auch mega schön, eine ganz große Fläche aus Heide sozusagen, beziehungsweise das ist die Heide. Und es ist einfach mega schön, dieses Lila. Wir haben mit dieser Farbe sozusagen auch Fotos gemacht und die sind einfach mega schön geworden. Und wie man hier sieht, hier ist jetzt sandiger Boden und es ist einfach mega schön. Weil, also hier reiten halt nicht so viele lang. Und deswegen ist hier so eine schöne Ruhe und einfach nur so Baumrauschen und so. Das finde ich mega cool.
Futterbracken nach dem Reiten immer hier im Anhänger auf, damit die in Ruhe trocknen können, weil die schon ein bisschen verschwitzt sind. Und wenn die dann halt dort im, in der Sattelkammer sozusagen hängen, dann trocknen die nicht so gut. Moin Leute, heute ist schon unser vorletzter Tag, also heute ist Samstag. Heute können wir das letzte Mal ins Watt reiten und gestern ging es ja leider nicht, weil Alfie das Eisen verloren hatte, aber jetzt hat er wieder eins drunter. So sieht es aus. Ja, jetzt gucken wir erstmal. So, jetzt sind wir gleich am Strand und Lia führt Alfie, weil beim Reiten wollten sie hier nicht so gerne hergehen und beim Führen folgen sie einem dann doch mal etwas vertrauensvoller, weil hier so viele Menschen waren und LKWs und Kutschen. Dann geht es im Führen manchmal doch etwas besser als beim Reiten. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, my love was out of control. I've been going crazy without you for so long. I met you in the talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the somebody else, who am I to judge? I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong.
you stay, so what to do? I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. Wir werden jetzt erstmal Sattelzeug runter machen und danach dann die Ponys gründlich abwaschen. Mit Schwamm und so. Ja, du siehst nämlich aus wie ein kleines Schweinchen. Moin Leute, heute ist Sonntag und heute werden wir abreisen. Es ist noch relativ früh morgens, es ist 9:30 und voll die früh. Ja, naja, für mich ist es früh in den Ferien. Und Mama hat die Ponys heute Morgen schon relativ früh rausgestellt, damit die vor der langen Fahrt sich so ein bisschen selbstständig bewegen können und so. Und wir werden jetzt wieder reinholen und dann geht's gleich auch schon nach Hause. Ich freue mich schon total, dass ich dann den Dobby wieder sehen kann, denn von dem haben wir schon ganz viele Bilder von zu Hause bekommen, von der Angelina und von meiner Trainerin. Da haben wir uns riesig drüber gefreut. Und von meiner Tante. Ja, und von meiner Tante, die hat natürlich die Ponys immer rausgestellt. Und natürlich dann auch wie Wasser zu Wiese gebracht. So. Ja, hat dann auch ausgemistet und so. Also auch danke dafür, falls du das Video siehst. Und ja, die Ponys stehen in der letzten Ecke. Mal sehen, ob die kommen. Die Ponys haben hier jetzt auch noch ihr Kraftfutter. Weil die sind so früh rausgekommen, dort wurde noch nicht gefüttert. Und deswegen füttern die das jetzt noch. Alfonso. So, die Ponys sind aufgeladen und jetzt kann sie nach Hause gehen. Na, Schatzi. Rocky. Guckt schon wieder aus dem Fenster. Jetzt seht ihr es mal live. Das ist ein Witzbold. Das sieht mega süß aus. Das macht er nämlich ja auch bei der Fahrt. Habe ich euch das schon mal erzählt. Und dann guckt immer seine Nase aus dem Fenster. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Die Ponys kommen jetzt erstmal in die Box, denn die müssen bestimmt mal pippen. Mal sehen, ob Dobby uns begrüßt. Mama kommt jetzt mit Rocky. Das war schon mal die Stute mit den unsere Ponys manchmal draußen steht, beziehungsweise die stehen manchmal zusammen. Aber Dobby ist ganz ruhig.
Stobi, sind sie alle wieder da? Hallo, Schatzi. Hallo, Mäuschen, du hast ja schon wieder eine Macke. Oh, Schatzi. Hm? Ja, guckt. Ist ja Rocky wieder da, Schatz? Oh, Dobby. Hm? Wir haben jetzt gerade den Anhänger abgehangen und werden dann jetzt gleich nach Hause fahren. Es war einfach eine mega schöne Urlaubswoche. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon wieder auf nächstes Jahr, wenn wir in Urlaub fahren. Oder vielleicht fahren wir auch dieses Jahr nochmal irgendwo hin. Aber ich glaube nicht, weil wir noch ziemlich viel anderes vorhaben. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. And we're